Ja, hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zurück zu Let's Play Spellforce, The Saga, The Saga, mit mir, dem Emerios, ja, wieder mit Rauschen, aber dafür mit besserer Stimme, wie mir gesagt wurde, so, ja, zurück zu Brannigans Armee, wir stürmen jetzt auch schon mal direkt das erste Lager, um nicht weit viel Zeit zu verprassen, und hauen wir dann mal ein paar aufs Maul hier. Wir werden angegriffen. Wo war der Große? Der Große. Ach, der bleibt einfach stehen. Gut, dass ich den einfach sehe. Das ist ein Hinterhalt. Ach, sollte eigentlich leicht locker klappen. Während unsere Kleriker da hinten die meisten aufhalten. Da, zack, einfach. Und gibt ihm einfach. So festgehalten wird er nämlich noch mehr einfach aufs Maul kriegen. Das ist ein Hinterhalt. Da hatte keine Chance gegen. Und den Kämpfer ist Wahn. Haben wir schon bekommen. Ja, vorwärts. So, ich gehe ja schon mal in die Mitte. Die kämpfen ja immer gleichzeitig ein Gebäude. Unsere Kleriker halten da gut zurück, wie es geht. Hier hinten ist eine Gruppe. Hier ist eine Gruppe. Sidan selbst ist ja eine Gruppe. Und die vierte Gruppe. Die war hier oben irgendwo. Jawohl, alles klar. Ja, komm. Während die einfach mal auf das Gebäude knüpfen, gucken unseren Krieger an. Können wir aber noch nicht nehmen. Unser Kämpfer. Kämpfer. Krieger sind schwere Kriegskünstler. Kämpfer sind leichte Kriegskünstler. Warum auch immer. So, wir gehen schon mal mit ihr. Mit unserer Lady. Schon mal hier hinten. Ihr könnt ja schon mal das andere Gebäude drauf knüppeln. Und da müsste die Gruppe sein. Ja. Aber sonst ist hier eigentlich absolut nichts. Außer halt ein bisschen Holz. Und halt Jagd. Bereit für den Tau gelaufen halten. Jagdwild. Wildjagd. Große Wildjagd. Gebiet sichern. So, wir sammeln unsere Leute schon mal. Und sprechen mit der ersten Illuni. Wartet, Schwestern. Kein Ork spürt uns nach. Ein Mensch ist es. Menschen. Und nicht euer Feind. Na? Dann kehrt besser um. Dieser Wald ist voll von jenen, die es sind. Ja, also wir können sagen, dass sie schon losmarschieren sollen oder noch nicht. Aber wir haben sie ja schon in etwa geschlagen. Sie gehen nämlich nur. Also wirklich gehen. Also man hat genug Zeit, um da oben die letzten Knilche Platz zu machen. Brannigans Horden sind geschlagen. Ihr könnt heimkehren. Bei Elen, ist das wahr? Sprecht ihr die Wahrheit? Gesegnet seid ihr, Runenkrieger. Kommt, Schwestern. Wir können zurück nach Hause. Oder man lässt sie einfach in den Tod laufen. Aber das ist ja totaler Schwachsinn, weil man sowieso, gebt das Zeichen. So dann einfach Erfahrungspunkte. Alles klar. Einfach gute Erfahrungspunkte, einfach mal so weggibt. Ja, und wir lassen unsere Krieger schon mal jetzt. Marschbefehl. Das Ganze hier aufräumen. Sind auf Feinde gestoßen. Wenn der erste platt ist, dann kämpfen die schon von alleine. Feindkontakt. Das ist. Philippans ist das. Einsatzbereit. Da ist auch schon der Boss gefallen hier. Kein Thema. Bin unterwegs. So, und er lässt eine Schützin fallen. Caitlin. Von Pillotover. Caitlin. Hm? Ihr seid keiner von Brannigans Leuten? Nein, ich bin hier, um sie zu bekämpfen. Dann möge euch mehr Erfolg beschieden sein als uns. Ihr könnt heimkehren. Der Weg ist frei. Frei? Seid ihr euch sicher? Wir sind zu erschöpft, um noch eine Schlacht schlagen zu können. Euch wird nichts geschehen. Geht. Gut, ich vertraue euch. Kommt, Schwestern. Ja, also wer das verstanden hat von Caitlin, bla. Jedenfalls, falls man zu früh... Mal, wir gehen nochmal kurz hier hin. Da müssen wir nämlich noch kurz was reden. Ja, da sind sie auch schon. Hauen ein bisschen rumunter mit drauf auf die Gebäude, aber...
Ja, wenn man halt das sowas zu früh sagt und das abbrechen möchte, einfach Escape drücken im Gespräch und man befindet sich genau vorm Gespräch wieder, bevor man überhaupt angefangen hat zu reden. Nämlich hier steht ein gewisser Zheng Kuai Sonnenlied. Den Göttern sei Dank. Endlich kommt jemand zu unserer Rettung. Was ist geschehen? Tiermenschen haben uns überfallen. Wir sind Freihändler. Wir waren auf dem Weg nach Lianon. Plötzlich kamen diese Bestien über uns. Sie haben alle verschleppt. Wisst ihr, wohin man eure Begleiter gebracht hat? Jenseits des Steintores. Südlich von hier gibt es einen alten Steinbruch. Dort haben sie meine Gefährten eingeschlossen. Bitte, ihr müsst sie befreien. Die Bestien haben das Tor verschlossen. Es muss eine Möglichkeit geben, es zu öffnen. Vielleicht kennen die Elfen einen Weg. Dies ist schließlich ihr Land. Wer hält sie dort gefangen? Die Tiermenschen haben uns an eine Bande Oger übergeben und sich dann über unsere Ladung hergemacht. Die Oger warfen uns in den alten Steinbruch. Nur mir ist es bislang gelungen zu fliehen. Bitte öffnet das Tor und sucht den Steinbruch im Süden. Erschlagt die Oger und befreit meine Gefährten. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Da können wir nicht Nein sagen. Also theoretisch könnten wir einfach ignorieren. Aber gute alte Nebenquests. Da drin versteckt sich sowieso noch eine. Thump. Er gibt einen Thump. So, unsere Leute positionieren sich schon. Und ja, da kommt schon mal Likande raus, die Anführerin. Gebt das Zeichen, bin unterwegs. Wir positionieren unsere Leute schon mal. Alles klar. So hin. Ach, Speer. Was soll mit Speer jetzt noch großartig machen? Ein Gegenangriff. Wappnet euch. Hätte ich vielleicht mal das Monument aktivieren sollen. Ach, egal. Hä? Kante, warum haust du jetzt ab? Na, egal. Normalerweise kommt der Gegenangriff erst, wenn man mit Lokande geredet hat. Aber egal. Sie schlagen zu. Vielleicht, weil ich schon vorausgelaufen bin. Naja, wir gehen mal schon mal rein. Und steigen auf. Verstärkt die Verteidigung für den Kampf. Da, der Kleriker, der wird einfach hochgeheilt. Bleibt standhaft. Auch wenn das so Stufe 3 und 4er sind. Einsatzbereit. Da fahren wir einfach bleibt zu viele Kleriker. Und unsere Scharfschützen machen von hinten verstärken die Verteidigung. Den Rest. Wie man sehen kann, ohne Verluste. Schöne Musik hier drin. Muss man so sagen. Also, Lekandre, was hast du uns zu sagen? Aonis Licht in dieser dunklen Stunde. Ihr seid ein Runengebundener? Meine Dienste sind wieder vonnöten. Nun, eure Hilfe ist willkommen. Eure Heimstatt ist wieder in Sicherheit. Nehmt unseren Dank, Runendiener. Viel mehr kann ich euch für unsere Rettung nicht bieten. Das ist mehr, als ich sonst gewohnt bin zu erhalten. Es wird lange dauern, bis die Wunden verheilt und die Totenklagen verstummt sind. Was habt ihr nun vor? Ich muss weiter nach Osten. Der Schattenhain ist mein nächstes Ziel. Dann seid gewarnt. So leicht geben sich Brannigans Truppen nicht geschlagen. Sie werden mit Sicherheit einen Gegenangriff führen. Und diesmal werden sie ihre Elite-Ork-Kämpfer schicken. Ich werde euch eine Gruppe unserer besten Schützen unterstellen. Mit ihrer Unterstützung solltet ihr bis zum Schattenhain vorstoßen können. Sie werden euch vor der Siedlung erwarten. Viel Glück, Runenkrieger. Ja, der besagte Gegenangriff mit ihren Elite-Ork-Kriegern ist schon vorangegangen. Da sehen wir zwei Wintermagier? Eismagier? Irgendwie sowas. Laufen schon mal vorm Tor und positionieren sich da. Aber wie gelangen wir denn zum Schattenhain? Wie gelange ich zum Schattenhain? Folgt dem Weg jenseits der Brücke weiter nach Nordosten. Es ist nicht weit bis zum Portal. Leben im Schattenhain noch Elfen? Wir fürchten, dass er verloren ist. Schon vor Wochen haben sich Brannigans Horden dort ausgebreitet. Viele unserer Schwestern wurden erschlagen. Wir hörten, dass Brannigan dort ein befestigtes Lager errichtet hat. Er nutzt es als Stützpunkt für seine Raubzüge. Aber bis ihr das Portal dorthin erreicht, erwartet euch noch ein harter Kampf.
Gibt es einen Weg, das Steintor im Süden zu passieren? Hier, nehmt diesen Steinschlüssel. Er wird das Tor öffnen. Aber ich muss euch warnen. Es gibt einen Grund, warum das Tor verschlossen ist. Dahinter beginnt das Land der Tiermenschen und Oger. Ja, wie uns schon gesagt wurde. Da aber wollten sich noch ein paar ranschleichen. Mit einem einfachen Barbarenhammer. Ja, hier sind schon ein paar. Eismagierin, ja. Heilerin. So sehen die normalen Weise aus, die wir kriegen. Windschützen. Die wohl beste Einheit der Elfen. Finde ich meine Lieblingseinheit, wenn die abgegradet ist. Boah, super. Ja, die Wachen, die sehen halt hier ein bisschen anders aus. Haben also eine andere Waffe. Ja, egal. Da tun wir noch unsere drei Schützen hinzu. Und haben noch einen Elfen-Squad. So. Ja, wir haben ein paar Pläne bekommen und halt Runen für die Menschenarbeiter. Aber wenn wir das zum Beispiel austauschen würden, dann würde unsere Warnung bekommen, ob wir das wirklich machen wollen, weil dann sterben nämlich wieder alle unsere Einheiten und die Runen sind halt alle weg. Also unsere Einheiten. Aber unsere Rohstoffe und so wären noch da, weil wir halt auf der gleichen Karte noch sind. Aber wir können ja schon mal unsere zwei neuen Runenkrieger ausrüsten. Caitlin. Also, ah, nehmen wir erstmal unseren Kämpfer. Dann kannst du das haben. 3 bis 6, 3 bis 7, 3 bis 8. Ja, dann kriegst du sowas. Was steht da Waffen? Alles nur so Spöks. Weil du Nahkampf gehst, kriegst du die bessere Verteidigung. Du kriegst die Nagelkeule, den Helm. Schlangenbeinlinge, Waffenrock. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen Bogen. Bis auf den, weil den kann sie ja nicht tragen. Naja. Naja. So, ja, wir haben ja schon ein paar zurückgebracht, also können wir die auch schon mal nach einer Belohnung fragen. Aber erstmal, nicht vergessen, den Aufstieg. So leicht Rüstung könnte ich jetzt skillen, aber... Wenn nur einen Punkt und dann hätten wir Elementarmagie 2 schon, aber was soll's. Dip, 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 dip. So, so. Und nächsten Zauber. Jawohl. Elends Friede sei mit euch. Willkommen zurück. Zurück dank euch. Elends Segen, Freund. Nehmt dies hier als Zeichen unserer Anerkennung. Ich hoffe, es wird euch dienlich sein. Ja, jedes Volk hat auch ihre eigenen... Oh, das ist Silberbogen. Das ist doch was für unsere Schützin. Perfekter Monder. Den Silberbogen. Genau, Stufe 3. Ja, was ich sagen wollte... Oh, da kommt noch mehr. Die aufs Fresse haben wollen. Neuer Speer. Was ich sagen wollte, ist, dass jedes Volk auch ihre eigenen Gottheiten haben. Auch bei den...